Und wer Andres Reden kennt, der weiß, dass die nächsten maximal 15 Minuten mit Sicherheit nicht langweilig wären. Und ich glaube, der MDR sollte seine Kamera vielleicht auch mal ein Stück weit laufen lassen jetzt, oder André? Vielen Dank erstmal für die sehr schöne, geschmeidige Anmoderation wieder, lieber Eckbert. Liebe Leipziger, liebe Gäste, vor allem aber geschätzte Landsleute. Mir geht das Herz auf, hier so viele tausende Menschen zu sehen, die Gesicht zeigen, die dabei sind, die kämpfen, die protestieren gegen Fremdbestimmung und für unsere Freiheit. Im Vorfeld unserer Aktion heute hier wurde ja von der anderen Seite, ihr hört sie da drüben auch so halblautstark, wurde von der anderen Seite versucht, ein Klima der Angst zu schüren. Es wurde verkündet, dass man politisch Andersdenkende jagen will. Es wurde gesagt, dass hier blockiert wird, dass boykottiert wird, dass behindert wird. Man wollte euch also abhalten davon, heute hierher zu kommen. Und es sind natürlich die Straßenbüttel der rot-grünen Obrigkeit, die genau dafür immer wieder herhalten müssen und dafür wieder herhalten. Aber sie haben es einmal mehr nicht geschafft, euch das Protestieren zu vermiesen. Ihr seid heute hier. Und ihr habt einen allergrößten Respekt, dass ihr hier heute, dass wir hier heute gemeinsam stehen, demonstrieren, protestieren für einen gemeinsamen, für einen sich nicht spalten lassenden mitteldeutschen Widerstand. Wir hören dort drüben das Geschrei und werden es nachher bei unserem Protestspaziergang auch noch um einiges deutlicher erleben. Das Geschrei derer, die gerne fremdbestimmt werden. Das Geschrei derer, die gar nicht mehr selber denken wollen. Wahrscheinlich, weil sie es auch gar nicht mehr können. Wir hier handeln und denken selbstbestimmt. Und lassen uns das auch von niemandem nehmen! Und auch der Oberbürgermeister Jung der schönen Stadt Leipzig, Herr Jung von der SPD, musste ja vor dieser Aktion, die wir heute hier durchführen, der Welt verkünden, dass Leipzig zweifelsfrei zur Ukraine und deren korrupte Regierung steht. Er musste der Welt verkünden, dass Leipzig wohl angeblich zweifelsfrei zur USA und deren imperialistischen Bestrebungen steht. Da muss ich hier ein Zeichen setzen und muss sagen, nein, Herr Jung, hier sehen Sie, hier steht Leipzig in großen Teilen. Hier wird Ihnen gesagt, es ist nicht so. Vielleicht sprechen Sie ja für Ihre Politklaköre. Aber Sie haben das Interesse des Volkes längst nicht mehr in Ihrem Blut. Sie wissen gar nicht, was das Volk will. Und nein, wir sagen Nein dazu. Wir stehen nicht zur Ukraine und deren korrupte Regierung. Wir stehen nicht zur USA und deren Vasallentum. Wir wollen nichts weiter als endlich einen freien deutschen Boden. Und nun kam im Vorfeld unserer Veranstaltung hier und da berechtigterweise die Frage auf, warum startet ihr denn eure Kampagne nun gerade in Leipzig? Es ist ganz einfach zu beantworten.
In Leipzig haben vor über 30 Jahren, nämlich 1989, schon einmal Menschen protestiert, auch ohne sich spalten zu lassen. Noch damals wurde protestiert gegen Fremdbestimmung, gegen fremde Einmischung und für eine eigene, souveräne, freie Regierung. Und das Ergebnis war unter anderem der friedliche Abzug der russischen Truppen, wofür wir heute noch dankbar sind. Und heute, über 30 Jahre später, stehen wir eben wieder hier. Stehen wieder hier und demonstrieren dafür, dass unser Land, was eben trotzdem immer noch nicht frei ist, endlich wirklich frei wird und dass es die anderen Alliierten, den Russen, im Grunde genommen nachmachen und endlich auch ihre Truppen friedlich abziehen. Liebe Amis, schaut euch bei den Russen was ab. Von denen könnt ihr in diesem Punkt was lernen. Zieht endlich eure Truppen ab. Wir wollen ein freies, souveränes Deutschland. Und auch ich möchte wie meine Vorredner nochmal klar machen, wir wenden uns hier nicht gegen das US-amerikanische Volk, das im Übrigen, wie die meisten sicherlich wissen, auch ein tief, tief gespaltenes Volk ist. Nein, wir wenden uns gegen deren Regierung, gegen deren Obrigkeit, die unsere Obrigkeit wiederum am Gängelband hält, und das anrichtet, was wir heute eben hier anprangern und verteufeln. Und ganz ehrlich, wir verlangen doch wirklich nicht viel. Wir möchten eigentlich nur das, was jedem Volk mit seinem Geburtsrecht gegeben ist. Wir hier, wir Deutschen, möchten nicht mehr und nicht weniger als endlich ein freies, selbstbestimmtes deutsches Vaterland. Und ich glaube, wir verlangen auch nicht zu viel, wenn wir sagen, wir möchten nicht mehr und möchten nicht weniger als endlich eine deutsche Regierung, die eben nicht fremdbestimmt, endlich beginnt, für und nicht gegen das eigene deutsche Volk zu arbeiten. Wir wollen keine Volksverräter mehr. Wir wollen endlich echte Volksvertreter. Und ich glaube auch, es ist nicht zu vermessen, wenn wir zudem noch fordern, dass wir nicht mehr und nicht weniger wollen als ein freies, unabhängiges Europa. Ein Europa, das sich eben nicht mehr pausenlos in irgendwelche transatlantischen Stellvertreterkriege zotteln lässt. Nein, wir wollen kein Europa mehr, das sich durch transatlantische Anliegen gegeneinander aufhetzen lässt. Wir wollen endlich ein friedliches, freundschaftliches, kameradschaftliches Europa. Wir wollen Wohlstand und Frieden für Europa. Ein friedliches Europa der Vaterländer, so wie es in unseren nationalen Kreisen immer wieder betont wurde. Und liebe Freunde, ich darf zum Schluss euch folgende mahnende Worte sagen, an euch richten. Die Möglichkeit, hier eure Meinung kundzutun, die Möglichkeit zu protestieren, die Möglichkeit zu demonstrieren, ist nicht nur euer grundgesetzlich verbrieftes Recht. Nein, es ist unser aller Pflicht. Wir haben diese Pflicht.
vor unseren Vorfahren, die für dieses Land nicht nur geschwitzt, sondern geblutet haben. Und wir haben diese Pflicht vor allem vor kommenden deutschen Generationen. Denn die werden Folgendes machen. Die werden Folgendes machen. Die werden uns fragen irgendwann, was habt ihr gemacht, als die Not am größten war? Und dann müssen wir sagen, wir waren gemeinsam auf der Straße. Wir haben gemeinsam gekämpft unter dem Motto, unter der Losung, Amigo Home für Frieden, Freiheit, Souveränität in Europa. Vielen Dank.